immer Mittwoch, immer um 18 Uhr, immer direkt vor dem Kanzleramt. Denn Merkel muss weg. Daran führt kein Weg vorbei. Ja, herzlich willkommen bei Vor Ort aktuell, heute am Mittwoch, dem 14. Oktober. Und in wenigen Minuten geht es wieder los. Bei Merkel muss weg Mittwoch. Und bis dahin schauen wir uns nochmal an den Beitrag vom Deutschlandkurier und Peter Bistron, der am 9. Oktober in der Riegerstraße vor der Liebigstraße mit dabei war, wie die Räumung durchgeführt wurde. Das schauen wir uns an und sind gleich wieder zurück. Bis gleich. Wir stehen hier in der Rigaer Straße, in der berühmt-berüchtigten Rigaer Straße, in der besetzte Häuser sind von den Linksextremisten. Hinter uns hören wir auch schon den Lärm aus der Liebig 34, wo heute, nach 30 Jahren, das erste Haus von der Polizei geräumt werden soll. Heute um 7 Uhr morgens haben 2.500 Polizisten angefangen, dieses Haus zu räumen. Wir haben in der ganzen Stadt eine massive Polizeipräsenz, weil internationale Linksextremisten angekündigt haben, sich hier an Straftaten zu beteiligen, vielleicht in die Stadt zu kommen und Anschläge an anderen Orten zu verüben. Warten wir darauf, dass wir an den Ort des Geschehens reingelassen werden von der Polizei. Now we are middle in the zone. You can see already one of the houses. Wir sind hier jetzt mitten im Geschehen, richtig im Polizeikessel. Näher dran kann man nicht mehr kommen. Das ist ein historischer Tag für Berlin, historischer Tag für Deutschland. Denn nach 30 Jahren Besetzung ist endlich dieses Haus geräumt worden. Hier wird endlich das Eigentum geschützt. Es sind 50 Menschen aus diesem Haus rausgeschmissen worden. Normalerweise würden zwei Polizeizüge dafür reichen, 60 Polizisten. Wir sehen hier aber eine massive Polizeipräsenz. Es sind 2.500 Polizisten in ganz Berlin. Warum? Weil Linksextreme aus ganz Europa angekündigt haben, sie werden das Haus versuchen zurückzuerobern. Sie wollen Angriffe verüben auf Polizeistationen. Heute Nacht wurde schon ein Gerichtsgebäude angegriffen. In Berlin bleibt es heiß, in Berlin bleibt es spannend. Ja, damit haben wir es kurz vor 18 Uhr. Herzlich willkommen, liebe Mitstreiter. Ein fröhliches Hallo an den Fahnenträger, an Petra, an Roswitha, an Boris, an Uwe und die anderen auch. In wenigen Minuten geht es los. Bis gleich. Ja, damit herzlich willkommen zu Merkel muss weg Mittwoch, wieder direkt vor dem Bundeskanzleramt in Berlin. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute bei Wind, Sturm und Regen. Richtiges Herbstwetter. Ja, wir haben ja auch mittlerweile den 14. Oktober und die Mitstreiter im Hintergrund sind auch schon mit dabei. Wir schwenken auch mal rüber und wir freuen uns, dass Sie auch wieder mit dabei sind. Heute auch mittlerweile aufgetaucht. Der Fan der Forschungsgruppe, der Thorsten K. aus B.W. Der steht da nämlich da hinten, der da gerade jetzt die mit Schirmen davonläuft. Und wir sehen auch Franz Wiese heute vor Ort.
Ja, liebe Mitstreiter, Franz Wiese trifft ein. Applaus, Applaus. Jawohl. Und bitte schon, jawohl, 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 Franz ist zurück. Und ich bitte auch schon mal darum, durchaus das Plakat auszurollen. Und damit herzlich willkommen. Ja, Sie sehen es, liebe Zuschauer, Franz Wiese ist zurück. Und damit allen, die dachten, er kommt nicht mehr, getäuscht. Franz, darf ich überreichen? Das Mikrofon, grüße dich. Ich bin doch noch gar nicht richtig da. Erstmal ankommen. Schau mal, habt ihr den Kutscherer gesehen? Welcher Kutscherer? Der soll aussehen wie ein Urlauber. Ach so, unser lieber Hausmeister, ja sicherlich. Der ist jetzt noch brauner als früher. Gebrannt. Was ist das, verbrannt? Braun gebrannt. Wieso ist er denn verbrannt? Braun gebrannt. Hallo, grüß dich. Ja, auch. Haben Sie den in den Ofen geschmissen? Nein, der hat das ja super berichtet, ja, von Schnee, wollte ich schon sagen. Von Sonne und hohen Wellen und was zu essen gab. Ja, also wir waren immer gut unterrichtet. Mallorca? Ja. Auf der Insel Mallorca. Kann man jetzt wieder, die Baustelle ist offiziell weg und momentan ist noch im Kanzleramt die Merkel persönlich wo anwesend mit ihren zugeschalteten Ländervertretern, weil es geht um das Beherbergungsverbot, ob das jetzt wieder gelockert wird oder sogar noch verschärft. Ja, nicht so glauben. Hallo zusammen, auch die, die noch nicht bemerkt haben, dass ich da bin. Wie lange ich es aushalte, weiß ich nicht, aber... Franz, ansonsten ein Blick nach rechts. Guck mal, da steht jetzt auch eine Sitzbank. Schöne Grüße von Herrn Kreitz. Kreitz. Hat er dort hingestellt? Vermutlich. Wo hat er denn geklaut? Ja. Mario, ich grüße dich. Was ist mit dir? Ach, die gibt's auch noch. Lange Hose, man glaubt's kaum. Kaputte Janikote? Oder verloren? Ausgefahren. So. Ja, ich habe auch eine Neuigkeit für euch. Hoffentlich was Gutes. Leibwächter wurde verurteilt. Und ich werde nicht. Was für ein Land hast du gebrochen? Was hast du? Sie hat die Treppe betreten beim Reichstag. Ja. Und Franz, was hat es mit Kleinwächter auf sich? Kleinwächter gegen Kalbitz. Ah, er will antreten? Nee. Nein, vor Gericht. Oh. Wurde Kleinwächter untersagt zu behaupten, Kalbitz hätte in Athen eine Hakenkreuzfahne aufgehängt oder aufgemacht oder entblättert oder wie man das auch immer nennt. Also hier bei Androhung von Zwangsgeld, richtig, oder Gefängnis oder bis 250.000. Wir wissen ja, Franz, wenn ich da kurz unterbrechen darf, woher der Kleinwächter kommt. Von der linken Wahlalternative. Da war er früher. Also ich erkläre das nochmal, dass die Leute das wissen. Also der liebe Norbert Kleinwächter, Bundestagsabgeordneter aus Brandenburg, war früher bei der linken Wahlalternative WASG und danach ist er dann zur AfD und nicht wirklich AfD-Anhänger, sage ich mal so vorsichtig formuliert. Gut, vielleicht hören das auch die Kreisvorsitzenden, die momentan... Und hier, Franz, bei deiner schönen Veranstaltung, heute die 184. ist der Kleinwächter noch nie die 500 Meter mal hier rüber gelaufen. Nicht mal ein einziges Mal. Aber ich habe ihm dafür geholfen, dass er in den
Bundestag kam. Denn wir haben ihn unterstützt in Erkner. Ja, ganz genau. Genau. Wahlkampfauftritt, ja. Weißt du noch? Weiß ich noch. Also eigentlich haben wir ja alle unterstützt. Ja. Und was tun die heute? Der Großteil tritt mich in den Arsch. Oder kommt gar nicht, oder redet schlecht, oder was auch immer. Also alle die Kinder, die du auf die Welt gebracht hast, oder unterstützt hast, Leute, ich kann euch nur raten, schaut erst dreimal hin, ob ihr für die Flyer verteilt, ja, ob ihr für die das und jenes macht. Ich würde heute, wenn ich Namen nennen darf, den Brandner auf jeden Fall helfen. Ja. Da wäre ich sofort dabei. Und ja, Franz, würde ich auch noch. Auf jeden Fall, ich kann es kurz unterbrechen, hinter dir stehen die zwei netten Herren von der Polizei. Ah, okay. Das ist der Landtagsabgeordnete. Das ist der Landtagsabgeordnete. Ja, Sie sehen, die Polizei schaut vorbei. Und von mir noch aktuelle Hinweise. Es gibt ja hier in der Nähe immer noch, oder es gab in der Nähe das Querdenker-Zeltcamp. Das wurde heute um 16 Uhr geräumt. Wir hatten vorhin die Möglichkeit, mit Herrn Scheller kurz zu sprechen. Also es bleibt nicht bis zum 31. Oktober dort. Es ist heute beendet worden, oh, aber trotz alledem gibt es auch weitere Planungen von Herrn Scheller in Berlin. Und da schauen wir mal, wie es auch dort weitergeht. Ja, wie Berlin heute, wie gesagt, regnerisch und sehr stürmisch. Ja, und wir haben es gehört von Franz Wiese, Norbert Kleinwächter, wie gesagt, der Ex-Mitglied der linken WASG. Ja, finde ich ja dann in Ordnung, dieses Gerichtsurteil. Ja, und wie gesagt, Bundestagsabgeordnete, die nicht mal schaffen, hier rüber zu laufen, noch aus dem gleichen Kreisverband bzw. Landesverband, das ist auch absolut nicht in Ordnung. Denn vom Reichstag bis hier rüber sind keine 500, 600 Meter entfernt. Ja, heute im Kanzleramt, wie gesagt, wieder die große Treffen mit Frau Merkel, unter anderem mit den Beherbergungsverboten. Das könnte auch noch zur Stunde sein, weil vor dem Kanzleramt stehen doch etliche Übertragungswagen der Medien. Und morgen Frau Merkel wieder in Brüssel. Und ja, die letzten Tage gab es ja, wie gesagt, doch recht spannende Sache. Und ja, wir halten durch, auch bei Regen, Schnee und sonstigen Temperaturen. Und die Polizei hat das Gespräch beendet mit Herrn Wiese. Zwei ganz nette Polizisten heute auch. Ich hatte vorhin schon die Möglichkeit, mit den beiden mal zu sprechen. Und ja, wie gesagt, wir können nur uns bei der Polizei ja immer bedanken, dass wir hier auch sozusagen sicher die Veranstaltung machen können, hier direkt vor dem Bundeskanzleramt in Berlin. Weil das ist hier nach wie vor die Schaltzentrale und wir stehen nach wie vor davor, weil mittlerweile ja auch schon zum 184. Mal. Und wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind und uns auch gefunden haben auf unserer neuen Zusatzseite Merkel muss weg, Mittwoch muss mit SZ. Herzlichen Dank und viele Grüße. So, jetzt sind wir wieder da. Mario, wie geht's dir? Muss dich ja zuerst begrüßen, weil ich habe dich ja lange, lange nicht mehr gesehen. Yvette hat mir heute gesagt, dass du wieder irgendwo aufgetaucht bist. Ja, wie gesagt, ja, gut. Prima, werde ich ja heute sehen. Und? Du schaust richtig erholt aus. Ich habe dich auch lange nicht gesehen. Obwohl ich, ja, an dem wird's ja liegen, dass du so gut mal geguckt habe im Internet. Ja. Ja, ich bin ja heute extra wieder mal hergekommen, damit wir, aber wie gesagt, bei mir ist wirklich ein bisschen kritisch. Übernächste Woche wieder die Kreistagssitzung, MOL zum, ja, Beispiel. Es gibt alle möglichen Dinge, aber momentan sind es nicht die. Und eine Bank. Was? Das ist eine Bank, sollen wir die herholen? Also, wenn es nicht mehr anders geht, dann hilft auch die Bank nichts. Oh. Weil einfach, man sieht ja, die Füße ein bisschen krumm sind. Und das hängt damit zusammen, dass die Knochen am Knie
schräg. Ne? Mhm. Das ist alles. Bei eBay gibt es Rollstühle schon für 100 Euro. Was für? Rollatoren. Ja, ich habe ja noch den Elektrorollator in Polen bestellt. Ah. Nur die werden nur bis 100 Kilo hergestellt. Oh. Und ich bin 105, dann wollen sie keine Garantie geben. Muss jetzt zwei kaufen. Hat da jemand gelacht? Ja, die Dame da hinten bei 105. Die Dame da war. Ah. Ja, das Wichtigste habe ich also jetzt gleich gesagt. Oder hatte ich schon gesagt. Wo bin ich stecken geblieben? Beim Kleinwächter und interessiert es euch genau, dann lese ich euch das Urteil vor. Jo. Ja. Dann muss jemand meine Karte halten. Macht der Alex hier ja, mal? Kann ich mal machen. Ja. Ja. Weil da muss ich nämlich mein Telefon rausnehmen. Da habe ich es nämlich drauf. Wir haben ja Einblick. Die einzige Lampe, die hier brennt. Ja, die andere machen wir gleich an, sobald wir eine Hand frei haben. Aber jetzt hast du meine zweite Hand für einmal nur festhalten, da wegen dem Wind. Nur einfach nur machen. Habe ich geschrieben, hey, dass ich komme. Ja, einfach so. Ja. Ah ja. Also, ich lese euch das kurz vor. Landgericht Cottbus im Namen des Volkes urteilt in dem Rechtsstreit Andreas Kalwitz. Landtag Brandenburg, Alter Markt. Verfügungsträger. Ja, ja. Dann gibt es den Prozessbevollmächtigten Anwalt gegen Norbert Kleinwächter, MdB, Verfügungsbeklagter. Landgericht Cottbus, die erste Zivilkammer, durch den Vorsitzenden und Landgericht. Den, das sind lauter Richter, okay. Die mündliche Verhandlung am 16.08.2020 für recht erkannt. Dem Verfügungsbeklagten wird bei Vermeidung von Ordnungsgeld bis 250.000 Euro ersatzweise Ordnungshaft etc. etc. verboten, über den Antragsteller zu behaupten und oder zu verbreiten und oder das durch Dritte vornehmen zu lassen. Der Antragsteller habe in Athen eine Hakenkreuzflagge gehisst, wie geschehen am 19.07.2020 in der WhatsApp-Gruppe, Basisgruppe für den AfD-Landesverband Brandenburg und ersichtlich als Anlage. Die Anlage habe ich leider nicht hier. Der Verfügungsbeklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Der Streitwert wird auf 15.000 Euro festgesetzt. Also das ist einmal das, was hier verkündet wurde. Und sehen wir mal, wie sich das dann in Zukunft auswirkt. Momentan ist ja Kleinwächter in MOL unterwegs, führt ja seine, wie sagt man denn da, seine Bürgersprechstunden oder... Und macht Werbung für seine neue Veranstaltungshalle, die er da wohl erworben hat. Nee, weiß ich nicht. War dabei. Also wie gesagt, er wird ja jetzt dann in Münchenberg mit Zeno auftreten. Ja. Saalorter, denke ich, wird Mario sein, oder? Bist du nicht engagiert? Ich weiß nicht. Du weißt noch nichts. Gut. Ja, ist eigentlich schon. Wenn du also dort einen Kleinwächter am Mast hängen siehst, dass ich den als YouTube-Video löscht jetzt deswegen. Es ging um das Plakat an der Laterne. Ja, habe ich doch gesagt. Was hat das jetzt mit YouTube zu tun? Klausi, was geht doch wieder vor sich? Ja, wir haben ja einen netten Filmer, Boris, der lädt auch was bei YouTube hoch. Macht er aber auch sehr gut. Ja, und die sperren ihn dann immer bei. Ja, ja, scheinbar tut denn irgendwas bei Herrn Haldenwang anspringen oder so. Oh ja, wir haben also ganz tolle. Der jetzt Corona hat, der Haldenwang. Ja. Und Mario hat keine Cornelia mitgebracht, sondern der hat die liebe Liane wieder mitgebracht. Ja, das Allerbeste. Genau. Warum hat er die Liane mitgenommen? Die beiden waren unterwegs, oder? Ach so, oder nicht? Oh, jetzt haben ja, die doch. Liane vom Urwald oder was? Ja. Wo er sich von Baum zu Baum geschwungen hat.
Menschenskinder, du bringst einen aber immer durch an. Franz, ich muss ja noch was sagen, denn die Liane ist ja mittlerweile schon fernsehbekannt. Denn dieser Kalkofe hat so einen Film gedreht, wo er selber ja alle immer spielt. Und da ist sie auch sozusagen aufgetreten als Person, gespielt von Kalkofe. Und da standen wir hier alle vorm Kanzleramt. Dann kam noch der Trump und die Merkel kam raus und hat dem Hildmann die Schlüssel überreicht. Sowas läuft jetzt im TV. Ja, ich schicke euch. Hat jemand kapiert, dass er mir das in der Nacht, so ab Mitternacht, mich anruft, wo ich ja so halb döselig bin, um mir das dann ganz langsam vorliest, genau, wie man früher Märchen erklärt hat. Der spinnt. Nein! Es gibt von Kalko. Ja, ich erkläre es mal. Danke, Franz. Es gibt jetzt auf lustig gemacht von Oliver Kalkofe. Auf Tele5 gab es einen Film. Haben wir die ganze Zeit gesagt. Doch. Wir haben es griffbereit. Und da bist du die Letzte, also auch gespielt von Kalkofe, aber mit dem schicken Zopf und auch genau die Haare so, die ins Bild vor dem Kanzleramt kommt. Und zuvor kam noch, auch gespielt als Kalkofe, der Trump. Und der vorher hat noch gesagt, die Merkel kam dann raus, hat gesagt, sie hat genug und hat dann die Schlüssel Attila Hildmann übergeben vom Kanzleramt. Sowas wird jetzt im TV gezeigt, allerdings nicht im Öffentlich-Rechtlichen, es ist ein Privatsender Tele 5. Das muss man auch verstehen. Nee. Dürfte ich vielleicht mal bitten, dass man den Banner, den habe ich ja schon lange nicht mehr aufgerollt gesehen, dass man den, was? Wir stehen doch einige rum, Mensch. Ja. Was? Mit der Hand? Das wissen die Leute doch gar nicht, was wir hier machen. Die Polizei weiß auch nicht, was wir hier machen. Ganz klar. Die sagen dann hier noch wieder was. Franz, ich muss schon wieder hören. Er gibt eine Meldung, und zwar vom Jörg Lilienkamp. Grüße nach MOL, und der sagt Grüße am Chef. Vermutlich den Chef. Ah ja. Jörg, danke schön, dass du dich meldest. Genau. Du bist noch der einzige Wachturm in MOL. Die anderen sind ja unterwegs, du hast ja gesehen oder gehört. Nobby wird ja jetzt in den Himmel gehoben, in dem rechtsradikalen MOL, wo es sogar NPD-Freunde gibt, die sich im Facebook groß abbilden lassen. Und wenn man dann nachfragt, dann verschwindet dieses Bild. Aber es gibt noch, wurde mir gesagt, also auch bei Facebook ist es noch vorhanden. Nicht, dass du jetzt annimmst, dass das der Kreisvorsitzende wäre. Das schaut ihm nur ähnlich. Fast wie aus dem Gesicht. Gut, das ist also. Und jetzt sind wir beim anderen Thema, was das Weltgeschehen betrifft. Wenn ich mir das Bashing anschaue, was momentan gegen Trump läuft, der ja praktisch ja, zum neuen Satan auf Erden ausgerufen wird. Ich frage mich nur, wer macht es denn noch richtig? Das machen nur diejenigen richtig, die hier diese Dame da oben von hinten alles schön ableckt, was weiß ich. Alle anderen werden verdammt. Ja. Mitspielen tut in dieser schmuddeligen Oper oder Operette oder was auch immer ist, eine Dame von der Leyen. Und dann gibt es noch ein paar andere, die ja jetzt Orban zum europäischen Feind mehr oder weniger ausgerufen haben. Dann gibt es noch Tschechien, glaube ich, ist auch in Ungnade gefallen, weil sie einfach hier diesen Migrationswahn nicht mehr mittragen. Wenn ich mir dann vorstelle, ich bin nämlich gestern so auf einen Artikel gestoßen, der da heißt, in Berlin hat ein Einwanderer, Zuwanderer, zumindest jemand ohne Papiere, hier Eingewanderer, Jagd auf Motorradfahrer gemacht, ist hier ohne Papiere nach Deutschland gekommen
Jetzt frage ich mich erstmal, mit was für einem finanziellen Hintergrund hat er denn das Auto besorgt? Das zweite ist, wieso kann man in Deutschland ohne Papiere durchs Leben wandern? Wenn du heute hergehst und irgendwo angehalten wirst und kein Personalausweis dabei hast, dann musst du da nicht mehr als eine Fälle mit dem Personalausweis zum Amt kommen. Ansonsten kommen sie hier zu dir und nehmen dich mit. So wurde mir das erklärt. Hier laufen aber anscheinend, wenn ich die Artikel alle so zusammenlege, hier laufen ja sehr viele Papiere rum. Die gehen auch auf Ämter, holen sich auch Unterstützung. Können wir da auch hingehen? Ohne Papiere, ohne alles? Hast noch nicht erlebt? Hat da jemand Erfahrung? Ne? Also. Kannst du ja nicht mal in eine Kneipe ohne Papiere gehen? Du darfst nicht einmal, ja, du darfst nicht einmal ohne Mundschutz gehen. Ja. Ist ja auch wichtig. Wie hast du das auf. Wie hast du das auf Lanzarote oder Gran Canaria oder wo warst du das? Mallorca. Wie hast du das da so über die Runden gemacht? Städte mit Mundschutz. Den ganzen Tag am Strand gelegen und abends in der Kneipe. Ja, das hat aber jetzt nicht erklärt, wie du hier. Da brauchst du keinen Mund. Echt? In der Kneipe und am Strand nicht. Ja, in der Kneipe kann ich noch verstehen. Du hast den Rüssel ständig im Krug. Aber am Strand kann ich mir nicht vorstellen, dass. Sie macht noch. Das muss eine Feier gewesen sein. Wie lange war der? Zwei Wochen? Drei Wochen? Drei Wochen. Zwei. Woche. Ja, und wie ist das jetzt eine mit der Beherbergung? Du kommst doch jetzt aus dem Risikogebiet. Ja. Und ja, jetzt, das muss man jetzt einmal erklären. Du hast ja dann bestimmt Quarantäne aufgedrückt bekommen. Ja. Und wie war das? Kamst du am Flughafen an? In die Tasche rein. Da war der Flughafen oder die Kneipe? Nein. Oder du? Die Teststation. Ah, die Teststation. Dann zwei Tage später sind wir hin zum Testen. So lange warst du am Flughafen? Nein. Hallo. Naja, du hast gesagt, da war schon alles zu. Ja, wir sind nach Hause gefahren. Ohne Test. Ich habe ja 72 Stunden Zeit, um zu testen. Und wenn man testen lassen, dann nein, du machst es jetzt zu schnell. Der normale Bürger, der nicht auf Lanzarote Urlaub macht, dann sonst wo kurz im Hinterhalt wird. Der versteht das nicht. Du bist also jetzt in Lanzarote gewesen. Also, ja, ich kenne mich nicht so aus. Bin noch nie gereist, deswegen tue ich mich ein bisschen schwer. So, also, jetzt erklärt es meinen einfachen alten Mann wie mir. Ich verlaufe mich auf dem Flughafen BER, nicht jetzt, der läuft ja noch nicht. Der alte Flughafen. Ja, gut. Überall Schilder, wo dran steht, wo man hin. Und dann steht man halt voll verschlossen. Also ich habe gelesen, dass dann immer so Wegweiser stehen. Ja. Lanzarote, Mallorca, hast du gesagt. Und dann läufst du hier den Weg entlang, stolperst ins Flugzeug und dann? Ich bin dahin. Ja, und wer liegt dann fest, dass du in Quarantäne musst? Wer liegt zurück? Ach, dort nicht? Nein. Also jetzt fliegst du wieder zurück? Dann komme ich zurück und dann muss ich in Quarantäne. 5 Tage oder eigentlich 10 Tage. Und wenn es Gründe sein soll, muss ich einen negativen Test kriegen. Das habe ich dann hier machen. Ja. Jetzt musst du mir aber nochmal erklären. Du bist also hier mit dem Flugzeug gekommen. Du hast dich also selber in Quarantäne begeben. Du hast also hier einen Test gemacht. Ja. Jetzt gibt es ja die Meldung, dass ja sehr viele Urlauber aus afrikanischen Ländern jetzt momentan in Spanien anlanden. Wie machen die denn das? Keine Ahnung, ich habe keinen gesehen. Na, die sind ja jetzt erst gekommen, nachdem du weg warst. Die kommen ja. Guten Abend. Sie sind von. Hast du das mitbekommen, dass hier auch
diese Neubürger die machen doch auch sind, so, also immer so Präsentationen von Themen, so alle paar Minuten. So war das doch letzte Woche, da haben sie so ein paar Themen angesprochen. Auch in Quarantäne. Ja. Sie haben das eigentlich moderiert. Habe ich auf Facebook gesehen. Genau. Ja, richtig. Ich bin nicht vom WDR und mache eine Dokumentation. Ah ja, das war drüben, hat man schon mal eine nette Dame. Ah ja. Leider bin ich keine nette Dame. Auch nicht das. Ich trotzdem nett. Auch nicht das Problem. Ja, das weiße WDR-Auto gesehen mit den WDR-Zeichen vorne vom Kanzler. Das ist auch schon aufgefallen. Genau. Wie es gibt's weiter? Heute die 184. Veranstaltung. Das hier ist aufgebaut. Das kann sein, dass der ein paar Farben umgehen. Christoph. Ja, ja. Wir brennen jetzt an. Sie sind nämlich bekannt schon. Ich spiele das ja wahrscheinlich auch wieder neu auf. Ja, Reporter weniger R. Aber seitdem brennen ja auch hier in Deutschland immer wieder neu. Dann ist man aber dicht daran, ja, weil hier jetzt Sanierungsreise. Ja, so kann man seinen Willen durchsetzen. Ah, was sagst du denn zu Liebig? Super Aktion. Aber da sowieso da jetzt Flüchtlinge rinnen sollen, hätten sie die Umgebung stecken können. Dann sind sie mit den richtigen Leuten zusammen und die Umgehung ist genau dasselbe. Wer filmt denn da? Könnt ihr mal sagen, wer ihr seid? Haben sich schon vorgestellt, der Westdeutsche Rundfunk, Franz. Ah, der Westdeutsche Rundfunk. Das bleibt wohl ja nicht. Seid herzlich begrüßt. Wer moderiert denn das dann später? Es gibt keine Moderation. Es ist eine beobachtende Dokumentation. Also, ah ja. Keine Moderation. Wir haben aber auch unseren Protagonisten dabei hier. Was für ein Protagonist? Ah, hier. Guten Abend. Guten Abend. Es ist aber nicht der Sundermeier. Sundermeier. Sundermeier ist er nicht. Nee, so schaut er auch nicht aus. Genau. Gut. Seid herzlich willkommen. Von deinem Bericht, Wahrheitsbericht brauchen wir nicht reden. Das macht ihr ja nicht, das machen ja dann die anderen, die schneiden. Aber wenn ich mich jetzt noch richtig erinnere, seid ihr von da drüben rübergekommen und wolltet ja zum Reichstagsgebäude oder wart ihr da schon? Wir haben uns vertan, wir dachten, dass die Demo drüben stattfindet und dann sind wir hergekommen. Was denn für eine Demo? Ja, ich dachte, es ist eine Demo, aber es ist scheinbar ja eine Kundgebung. Nö, das ist so. Merkel muss weg, ich weiß ja nicht, wie man das definiert. Demo, keine Demo. Kundgebung. Ja. Herr Wiese, darf ich vielleicht eine Frage stellen? Kommen Sie dann wenigstens hierher, dass die Leute auch wissen, wer derjenige ist. Na, er soll hierher kommen. Da läuft immer ganz. Und denken Sie auch bitte daran, Sie sind jetzt auf dem Versammlungsgelände, Sie werden gefilmt, auch von uns als Hinweis. Guten Abend erstmal. Achso, wird man mich hören, wenn ich reinschalte? Ja, guten Abend zusammen, ich heiße Ali Can, freue mich hier zu sein. Ich hatte einfach ein paar Fragen und ich dachte, ich suche sie mal auf. Es ist ja erstmal sehr beachtlich, dass bei diesem Wetter die Kundgebung trotzdem stattfindet. Das heißt, da gibt es ein starkes Anliegen. Mich würde interessieren, weil die Demo oder die Kundgebung heißt, Merkel muss weg. Mal angenommen, Frau Merkel ist nicht mehr da. Wie sieht die Post-Merkel-Zeit denn aus? Also mal so eine Vision zu zeichnen. Sie ist weg, mal angenommen. Wie kann man sich das vorstellen? Also worum dreht es sich? Was ist das Wesentliche? Was wird sich ändern? Naja, also es wird sich mal, ich muss Sie enttäuschen, es wird sich nach der neuesten Lesung nehme ich immer das, was ich in den Zeitungen so aktuell entnehme. Es wird jetzt gerade gerungen, wahrscheinlich verhandeln sie das jetzt gerade da drin. Also wer sich hier ins Geschirr schmeißt, wird ein Söder sein, wird ein Laschet sein. Wer weiß, was da noch alles jemand aus der Union. Vor allen Dingen, wenn man sich die Umfrageergebnisse anschaut, ich bin ja heute förmlich erschrocken, Spahn hat da gar keine so großen Chancen. Oder? Also es gibt einige, die hier die Ziehsöhne von Merkel sind, oder auch nicht. Und die wollen hier ans Ruder. Ich denke mal, dass man Söder nicht unterschätzen sollte. Ja, nachdem es ihm gelungen ist, hier eine Schutzkleidungsfabrik, nicht er, seine Frau hat da ja eine Pleite gegangen, Schutzkleidung, Mundschutz und so weiter, aufgekauft. Da hätte man jetzt angeblich 200 Millionen Umsatz gemacht innerhalb von einem halben Jahr. Das ist also
widerrufen so. Also normalerweise preschen ja die Bayern immer ganz, sie hören sie ja von mir aus, preschen die immer ganz schnell vor, wenn hier etwas nicht so ganz passt. Ja? Das haben sie, das sind ja Söhne von Franz Josef. Franz Josef Strauß. Der hat es denen damals beigebracht, wie man unliebsame Berichterstatter oder Meuterer oder so mundtot macht. Also da muss was dran sein, weil sonst wären die ein bisschen schneller um die Ecke gesprungen. Gehen wir davon aus, dass Schröder, Rosa Schröder, das auch noch verhindern wird. Ich habe da auch was gelesen, dass er hier irgendwelchen Kandidaten ausgegraben hätte oder wie auch immer. Ich habe ja jetzt seit den letzten Zeiten keine großen Informationen bekommen. Und ja, wie wird es ausschauen? Genauso wie heute. Weil die werden das, was Merkel angerichtet hat, ja nicht von heute auf morgen beenden. Im Gegenteil. Es wird so ausschauen, dass die Bürger noch mehr gegängelt werden. Sie sehen das ja an den täglichen Meldungen, die man im Radio und Fernsehen hört. Besuchsverbote, Beherbergungsverbote. Der geht in Quarantäne, wenn er am Flughafen ankommt, ohne dass ihn jemand dorthin führt. Ich weiß nicht mal, wo er in der Quarantäne war. Ich denke, der war in der Kneipe. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Mario und Quarantäne, eine Woche oder zwei Wochen ohne Bier. Nee, geht nicht. Also, wir werden sehen. Ich kann Ihnen die Frage beim besten Willen nicht beantworten. Dann mal vielleicht die Frage in die Runde. Also mal angenommen, es gäbe weniger Einschränkungen, mehr Lockerungen. Hieße das nicht umgekehrt, dass die BürgerInnen mehr Eigenverantwortung übernehmen müssen? Oder wie schaffen wir es sozusagen mit der Situation umzugehen, wenn... Gib nur Bürger. Nein. Wir hatten doch ein Hirn. Also, Achtung. Alles gut. Nein, es geht darum, weil Sie merken ja, es... Wenn Sie von Männern sprechen, dann müssen Sie vom Bürger sprechen und von Frauen Bürgerinnen. Ja, Bürgerinnen. Ich dachte, mach einen Kompromiss und sage einfach Bürgerinnen, das meint alle. Aber ja, da wissen viele nicht, was gemeint ist. Bei uns ist ganz normal, bei uns sind es Bürger. Sie sind ein Bürger, wir sind Bürger, alle sind Bürger. Damit hat sich der Fall. Der ganze Quatsch wird ja dort oben immer geboren oder die sich da betreuen. Nein, die. Wenn es nachweislich eine Hilfe ist, hat, glaube ich, kein Mensch was dagegen, wenn man sich dagegen schützt. Nur wenn man sich anschaut, jeden Tag wird eine andere Zahl durch das Dorf betrieben und man weiß ja schon gar nicht mehr. Heute gibt es zum Beispiel von dem Drosten oder Dorsten oder wie der heißt, gibt es ja schon wieder neue Meldungen. Was ich aber bei dem ganzen Kuddelmuddel vermisse, ich bin ja schon älteres Semester, bei uns gab es im Herbst immer Grippe, Schnupfen und es waren dann immer auch so sogenannte, bei uns gab es das Wort Epidemie noch nicht. Es war halt, ja, jetzt ist Grippezeit, jetzt ist Schnupfenzeit, hier gibt es nicht mehr. Also das ist abgeschafft, das andere ist abgeschafft, es gibt nur noch Corona. Ich weiß nicht, wo die anderen zwei Krankheiten, die ich noch kenne, hin verschwunden sind. Es ist dauerpräsent, das Thema. Ne? Also man schläft ein mit den Zahlen über Corona, man wacht auf, direkt ist die erste Nachricht Corona. Also das Thema ist dauerpräsent und das merke ich auch in meinem Umfeld, dass das ein bisschen auch zu so einer Art, ja, zu so einer omnipräsenten Sorge führt. Und manchmal ist es ja vielleicht fragwürdig, wenn man immer nur die Infektionszahlen zu hören bekommt. Wie viele sind tatsächlich erkrankt? Also man könnte ja hier und da ein bisschen mehr differenzieren, beziehungsweise es schafft ja nicht jeder alles zu durchblicken. Ne? Also danke. Also was ich gerade gesagt habe, ist, wenn man nur die Infektionszahlen zu hören bekommt, dann könnte man ja vielleicht in Alarmismus verfallen. Man wird ständig irgendwie ja, zugedröhnt mit den Zahlen und das macht ja was mit den Menschen, auch psychologisch. Dafür muss man ja gar kein Psychologe sein. Und da bin ich total bei Ihnen, dass man vielleicht hier und da ein bisschen mehr differenziert und guckt, wie ist tatsächlich die Krankenhausauslastung, wie verlaufen Epidemien oder Pandemien in dem Fall. Und da bin ich voll bei Ihnen. Ich frage mich nur, weil immer ja
Solidarität, Rücksicht so in den Medien steht und gefordert wird. Ich habe auch ältere Verwandte natürlich, meine Eltern, mein Papa ist Diabetiker und so weiter. Und da mache ich mir ernsthafte Sorgen. So. Auf der einen Seite gibt es eben Menschen, die in der Forschung tätig sind, die, das ist ganz klar die Agenda, die sagen Abstand, Maske, dieses und jenes. Und andere wiederum gehen auf die Straße, da sind dann auch zum Beispiel GastronomInnen dabei, Menschen, die Unternehmen haben, die haben Existenzängste. Und ich frage mich jetzt, wie schaffen wir es, also alle Perspektiven mit einzubeziehen und dass wir allen Menschen gerecht werden. So, also einerseits, dass wir unsere Freiheit haben, unser normales Leben weiterhin zu führen, auf der anderen Seite Menschen auch zu schützen. Weil eine gute Freundin von mir zum Beispiel hat schon 2 Verwandte verloren, bedauerlicherweise. Krankheiten, die... Ja, liebe Zuschauer, wir sind wieder zurück. Leider wurden wir unterbrochen. Mittlerweile ist bei der Veranstaltung der Westdeutsche Rundfunk aufgetreten mit einem Funk mit Streiter, der gerade mit Herrn Wiese spricht. Und wir reichen aber, sollten wir hier wieder abbrechen bei der Übertragung, die Aufnahme morgen danach. Ja, gehen Sie doch hoch, da oben. Da sitzt sie ja wieder. Wir machen ja gerade keine offene Sprechstunde. Ja, aber als jetzt beim Video, bei der Videokonferenz sind, die bereiten sich schon vor. Vielleicht sprechen sie bei Weihnachten oder was. Nee, aber die Lösung müssen ja nicht wir geben. Die Lösung muss die geben. Da unten hängt sie. Steht sie oder sonst was. Die muss sagen, was ist denn der richtige Weg. Wenn sie sich an alte Politiker, die auch an ihrer Position waren, die auch was zu sagen hatten. Ja? Wenn sich an einen Adenauer oder sonst was nicht. Wenn wir so gehandelt, oder wenn damals so gehandelt worden wäre, wie es heute gemacht wird, Deutschland wäre eine Entwicklung. Sie sehen die Tontechniker vom WDR. So, man hat aufgebaut, aber hier geht es ja nur noch ums Abbauen. Hier geht es ja nur noch einschränken. Die Menschenrechte werden eingeschränkt, die Bürgerrechte werden eingeschränkt. Aber keinen kann man erzählen oder klar machen, ist es denn wirklich so? Ich habe Ihnen ja gerade gesagt, wo ist denn der Schnupfen, die Schnupfenperiode hingekommen? Wo ist denn die Grippeperiode hingekommen? Die gibt es ja nicht mehr. Dafür gibt es alles nur noch unter Covid. Nehme ich an. So, wenn man aber dann anschaut, wie andere Länder dann handeln, die haben auch nicht weniger und auch nicht mehr. Nehmen wir mal die Ungarn, nehmen wir mal Polen. Polen wird ja auch kritisiert, weil sie das einfach ein bisschen lockerer nehmen und die Leute noch leben lassen. Aber anscheinend sind die Zahlen dort, zumindest jetzt, was ich gesehen habe, sind dort nicht so hoch wie bei uns. Und jetzt frage ich mich, warum sind sie denn bei uns so hoch und warum steigen die jeden Tag, gerade nach Wetterlage, sprich politischer Wetterlage, wenn man jetzt wieder mal was braucht. Dann zieht man das wieder durch. Und jetzt sieht man ja, weil die Leute haben sich an diese Mundschutzgeschichte und so weiter einigermaßen gewöhnt. Die haben so einen eigenen Trieb entwickelt, wieder zum normalen Leben zurückzukehren. Jetzt kommt man um die Ecke und sagt, jetzt machen wir Beherbergungsverbot. Sie müssen sich jetzt mal vorstellen, ich lebe ja draußen im Märkischen Oderland, ihr auch, und hier ist ein Hotspot. Jetzt dürfte ich nach den Regeln, die mir zu Ohren gekommen sind, wahrscheinlich heute einfach. Denn wenn hinten an der Grenze zu Märkisch-Oderland Polizei steht und mich fragt, wo komme ich her, da komme aus Berlin, Berlin ist Krisengebiet, dann müssen wir uns irgendwo. Ich glaube, es ist in Ordnung, wenn Sie geschäftlich reisen, oder? Ist es nicht so, dass da noch mehr Unterschiede sind? Ich weiß es nicht. Ich habe heute auch mehrere gefragt. Keiner weiß so recht, was eigentlich damit gemeint ist. Das gehört nämlich auch wieder dazu, was Sie vorhin gefragt haben. Warum erklärt man den Leuten nicht vernünftig, was eigentlich damit gemeint ist? So, und dann gehört zu der Erklärung auch dazu, was muss gemacht werden, um das Ganze einzufangen. Dann gehört dazu, den Leuten zu sagen, so, wir arbeiten an einem Impfstoff. Ja? Ob der dann funktioniert oder nicht, wissen wir noch nicht. Nein, man macht es anders und sagt, wenn jetzt dann der Impfstoff fertig ist, man suggeriert schon wieder etwas, wenn der Impfstoff fertig ist, dann werden wir, Sie haben vorhin das Wort Pandemie genannt, die Pandemie eindämmen können. Für mich ist es noch keine Pandemie.
weil ich zweifle wirklich, solange keine Fakten auf dem Tisch liegen, nur immer Zahlen von zwei Virologen, jetzt sind es ja schon zwei, vorher war es ja nur einer, zwei Virologen ständig über den Tisch schmeißen, wie beim Kartenspiel. Da muss ich sagen, Leute, habt ihr sie noch alle? Wir haben gelernt, also zumindest in meinem Alter, wir haben gelernt, Fakten zählen mehr wie Vermutungen. Das könnte ich ja, wir könnten uns ja jetzt gegenseitig vorschmeißen, wir sind Corona-Erkrankte. Also ist ein großes Problem für Sie ein großes Problem, dass im Grunde genommen es an Aufklärung mangelt, an Erklärungen, an vielleicht sogar Transparenz. So. Ich bin auch ein großer Fan von Dialogen, von Erklärungen, von Gesprächen. Ich glaube, wenn man etwas versteht und kennenlernt, dass es dann nicht mehr so bedrohlich ist oder dass man eher mitgeht, also statt mit Verboten zu kommen. Das merke ich auch in meinem privaten Leben, also wenn ich etwas verbiete jemandem oder bei der Arbeit, dann sind die Menschen nicht so motiviert und kommen nicht so mit, wie wenn ich zum Beispiel Gründe nennen würde, warum es hilfreich ist, mitzumachen. So denke ich auch jetzt bei der Pandemie oder in dieser aktuellen Situation, dass wenn man Gründe nennen könnte, was wir denn damit schaffen würden, erreichen, was wir schützen könnten, wen wir schützen könnten, dass das eher Menschen dazu bringt, mitzumachen und dass sie nicht so unzufrieden sind. Und jetzt sehe ich ja natürlich, dass die Alternative für Deutschland auch hier groß vertreten ist. Ist das Aufbegehren aber jetzt gerade zur Corona-Zeit nicht auch so ein bisschen, ich sag mal, so dieser Oppositionsrolle ein bisschen geschuldet? Also, dass man prinzipiell, also eigentlich egal welches Thema man bringen würde oder wie man die Politik von Merkel assoziieren würde, dass egal was da ne, von dort kommt, dass man so ein bisschen dagegen ist, oder sagen Sie, es gibt auch Dinge, da gehen Sie mit. Also ich frage mich gerade, ist das nicht immer so diese tendenzielle Anti-Haltung, oder sagen Sie selbst auch, nee, ich bin gut, da gibt es Sachen, die sehe ich durchaus, und da sind Sachen, da würde ich mitgehen. Ist das so? Also wie ist das Verhältnis? Schauen Sie, Sie haben das richtig analysiert. Ich bin erstaunt. Sind Sie Reporter? Nee, ich interessiere mich für das Zusammenleben. Ja, daher. Ja, gut. Also, sehen Sie, die AfD wurde gegründet. Sie haben einen der Mitgründer dabei. Mhm. Wir haben damals die AfD gegründet, weil wir mit der Politik, die wir schon damals gesehen haben, nicht konform gingen. Das war einfach nicht das, was ich gesehen habe. Und ich möchte gleich voraussetzen, damit Sie wissen, was ich spreche. Ich bin wegen Windrädern wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Mein Lebensraum war von Südamerika über russische Länder, über asiatische Länder, über orientalische Länder. Zum Beispiel Idlib, sagt Ihnen das was? Mhm. Habe ich auch gelebt. Und da gibt es noch einige Sachen. In der Türkei auch? Da ja, bin ich nämlich geboren. Ja, dann kennen Sie sich ja aus. In der Türkei kenne ich mich aus, genauso wie ja, in Deutschland. Ja, ich habe in Alpen 2000 gewohnt. Dort, wo der Flughafen ist, der alte, da oben am Berg, Alken 2000. Das ist eine alte Schweinezuchtanlage gewesen, okay. in Istanbul. Hadimköy heißt der. Hadimköy ist das Dorf, ja. Ja, okay, ja. So, das ist ja heute enorm zu. Und da habe ich gelebt. Das wurde dann zu einer Villensiedlung, also da, wo die Ausländer dann praktisch auch leben konnten, mit den etwas Reicheren, weil die Häuser und die waren schon ein bisschen teurer wie in Berlin. So, und dort habe ich gelebt. Und ich habe auch mit den Leuten sehr gute Kontakte gehabt. Auch heute noch. Ist ja nichts abgerissen. Die verstehen es auch nicht. Die sagen, Franz, was ist denn bei euch los? Seid ihr alle irre geworden? Ja nicht, wir sind irre geworden. Die ist irre geworden. Ja, warum schafft er die nicht ab? Jetzt könnte ich natürlich hergehen. Du könntest auch warum schafft er den Erdogan? Auch den kenne ich nicht. Denn auch den, der ihn dorthin gehoben hat, wo er ist, Babacar. Aber mehr möchte ich jetzt gar nicht sagen. Wenn Sie dort aufgewachsen sind, wissen Sie ja, wie die Entwicklung der AKP war, wie die ganze politische Entwicklung damals war. Die Chiller, die damals Gelder en masse verteilt hat, damit die Industrie geboren wurde, gewachsen ist. Also das sind alles so Dinge, die ich schon miterlebt habe.
So. Und ich muss sagen, das, was wir heute durch diese Dame da aufgedrückt bekommen, verstehen die allerwenigsten. Die ist ja auch gar nicht so intelligent, wie sie immer tut. Sie hat ja nur ihre Berater. Und die Berater lassen sich nochmal beraten. Und wenn sie sich das Ganze, ihr vom Rundfunk müsstet das ja noch besser wissen, wenn sie sich das alles anhören, wie sich ein Minister mit 10, 20, 50, 60 Beratern umgibt, nehmen Sie den Scheuer für die komische Maut. Rund um Deutschland gibt es Länder, Italien mit Maut, die Türkei mit Maut, funktioniert alles. Nur bei uns, da muss man erstmal viel Geld in die Tasche schieben. Das hat man früher übrigens den Ausländern alles untergeschoben. Da hat man gesagt, die machen nur mit Schmiergeld und die machen das. Nee, nee, die haben auch Hirn. Ich habe das immer verteidigt. Ich habe immer gesagt, kehrt erstmal vor der eigenen Tür, dann könnt ihr über die anderen reden. Ja? Also wenn ich mir das heute betrachte, wir sind ein Land gewesen, wo viele Länder aufgeschaut haben. Technische Entwicklung, technologisch, also alles war alles so, dass man gesagt hat, hier sind wir, da sind wir größenwahnsinnig geworden. Wer kauft denn heute noch von Deutschland? Wer redet denn heute noch von Deutschland über Technologie, über Technik, Hightech? Alles, also für mich jedenfalls. Es gibt sie noch, ja. Aber wir sind kein Beispiel mehr. Wir sind kein Beispiel mehr für den Rest der Welt, was man früher immer kundgetan hat. Gut, das mag auch damit zu tun haben. Wir hatten auch viele Schüler hier. Wir hatten auch viele Leute hier. Ich habe heute erst einen Bericht gelesen über Textilmaschinen. Wissen Sie, wo die alle gelandet sind? In China, in Singapur. Und es gibt in Asien sehr viele, die diese Technologie weiterentwickelt haben. Es gibt, Rita ist zum Beispiel so ein Unternehmen, oder Oerlikon, sagt Ihnen auch nichts, das kommt, ist zwar ein Schweizer, der es dann aufgekauft hat. Der, was aufgekauft hat, hat Geld aus Russland bekommen, damit es aufkaufen konnte und so weiter und so fort. Aber diese Textilmaschinen wurden damals in Deutschland entwickelt. Auch im sogenannten Ost-Primitau gibt es ein Museum. Da können Sie Textilmaschinen anschauen, wo man früher noch mit Zwirn hat. Diese ganzen Webstühle, diese ganzen Spinnmaschinen und so weiter, waren ja alles vorhanden. Ich weiß jetzt nicht, aus was für einem Land Sie kommen, aber ich gehe mal davon aus, auch diese. Auch in Ihrer Familie gab es, oder in der Verwandtschaft, gab es die Älteren. Meistens waren es ja Frauen, die dann hier am Spinnstuhl oder was gestanden sind und hier einfach die Haare verdreht haben. Ja, also nicht die, die man jetzt da aufhaben, sondern wo dann Fäden draus wurde, wo man dann Pullover gestrickt hat. Das ist heute in Deutschland alles verloren gegangen. Es gibt keine Entwicklung. Handelt alles aus. Wenn Sie sich dann anschauen, was hier mit denen gemacht wurde, aber nur den Hut. So schaut es für mich aus. Ja, vielen Dank für diese Ausführungen. Da war ja sehr viel Hintergrundwissen auch über die technologische Entwicklung dabei. Wenn man dem so lauschen würde, könnte man meinen, Sie wären in der FDP, Sie wären vielleicht der Vorsitzende eines Technologiekonzerns und wollen wieder Deutschland, weiß nicht, ganz vorne dabei haben, Silicon Valley nach Deutschland holen und so weiter. Aber das ist ja nicht das einzige große Thema, das Sie bewegt. Sie haben ja vorhin gefragt, wie sieht es jetzt um Deutschland aus? Wie ist die Meinung in Deutschland jetzt im Ausland? Ich habe tatsächlich in der New York Times und auch in anderen Zeitungen gelesen, dass die Menschen aufschauen zu unserem Umgang, ich sage unserem, weil ich aus Deutschland komme, ich bin zwar nicht hier geboren, aber ja, ich bin Deutscher, hey, genau wie Sie auch, oder wie er. Und gleichzeitig auch was anderes eben. Aber was ich damit sagen möchte ist, dieser Artikel, der handelte von unserem Umgang mit Zugewanderten. Das Ausland schaut auf uns zu uns hoch, weil sie immer wieder feststellen, dass an der Spitze der Regierung eine Person ist,
die sich sehr wohlwollend und konstruktiv gemeinschaftlich ausdrückt gegenüber Zuwanderung, gegenüber Migration. Das ist tatsächlich etwas, worauf wir auch stolz sein könnten, über den fortgeschrittenen Umgang, dass eine Person da sitzt, die, das ist nicht Höcke, das ist nicht Kalbitz, das ist Frau Merkel, die hat einen ganz anderen Ton. Meinen Sie nicht, dass, ich wohne jetzt im Ruhrgebiet, dass heute, ja, Kohle ist nicht mehr ganz hoch, so im Trend, aber dass die neue Kohle vielleicht in Deutschland, worauf wir stolz sein können, das neue Made in Germany, nicht der Umgang mit Vielfalt ist, Vielfalt der Meinungen, Migration. Was produziert das? Also wir sind hier nicht da, um zu erfahren, was das... Ja, Kohle erzeugt Strom, Wind erzeugt auch Strom. Wer sich heute die ganzen Themen da wieder mal angeschaut hat, was hier, was für ein Gesetz jetzt kommt. Windräder sind existenziell. Wir müssen die haben, weil sonst geht Deutschland kaputt und die Welt auch. Das ist eigentlich heute das Hauptthema. Sie wollen ein neues Gesetz verabschieden, wo es eigentlich diesen Energieerzeugern erlaubt ist, alles zu machen, um Strom herzustellen. Wenn Sie sich zurückerinnern, vor 2 Jahren hat es noch ganz anders geklungen. Vor 6 Jahren, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann ich zurückgekommen bin, vor 6 oder 7 Jahren oder 8 Jahren, wir haben 2013 die Partei gegründet, heute haben wir 2020, sind schon mal 7. Wie wir angefangen haben, war es 2010, 2009 so. Also da bin ich zurückgekommen, habe in der Schweiz gewohnt. Da wollte man hier, wo ich wohne, deswegen bin ich in die Politik gegangen, wollte man CO2 verklappen. In einem Gebiet an der Oder mit viel Grundwasser, mit Wasserströmen, die auch Berlin betrifft, wollte man CO2 verklappen. Aber nicht bloß mal so ein bisschen was, sondern das hat man ernsthaft in Brandenburg, ernsthaft diskutiert. Und das war somit ein Punkt. Dann die Windräder, die ja der Heizbringer wären für alles. Mag ja sein. Nur kommt natürlich auch ein großer Strom wieder, wenn er so Sonne entscheidet. Nie verstanden habe, aber da müssen sich die Techniker zeigen. Ja, ich sag nur, wenn man sich das alles so, ich befasse mich auch immer allzu viel damit, weil ich sage, das sind Jüngere da, das sind Leute da, die haben mehr Hirn, die haben mehr gelernt, mag alles möglich sein. Mir reicht das, was ich erfahren habe, mir reicht es auch, was ich sehe und was mich am allermeisten erbost, ist, wie die Leute von den Politikern verarschen. Wenn die meisten wüssten... Aber Sie sind ja auch Politiker. Ich bin Politiker. Aber, ja, deswegen sehe ich das ja. Wenn ich nicht im Landtag sitzen würde, würde ich ja das Ganze gar nicht sehen. Wir hatten gestern zum Beispiel... Also Sie meinen, alle außer Sie, meine ich. So ist die Erklärung. Nein, nicht alle außer mir. Ich bin Landtagsabgeordneter und ich sehe, was hier verschiedene Parteien auf den Markt schmeißen. Als ihre Erkenntnis, als das, was der Heilsbringer für Deutschland sein. Dabei schaffen die das nicht mal, den alten Herrschaften, die ein Leben lang gearbeitet haben, ein auskömmliches Leben zu garantieren. Sprich, eine vernünftige Rente zu bezahlen. Ja? Ich glaube, sie können nicht mit 400 oder 500 Euro leben. So. Wenn Sie sich anschauen, ich weiß nicht, wie viel Rente Sie dann in 20, 30 Jahren bekommen, oder ob das dann überhaupt noch Rente gibt, das heißt dann woanders. Also jedenfalls, wenn ich sowas anschaue und höre, was wir alles tun sollen, was wir alles machen müssen, auf was wir alles verzichten müssen, das gab es ja schon mal. Das gab es ja mal vor 30 oder 40 Jahren. Da kamen auch so komische Figuren, von denen spricht heute kein Mensch mehr. Da gab es dann einen La Fontaine, der hat sich dann hier über alles aufgeregt, der wurde dann so kalt und heimlich abgesägt. So, und die Leute, die Politiker, die heute um sie kreisen, die versuchen nirgends anzuecken, die versuchen ihr nie zu widersprechen, weil sie genau wissen, dass sie morgen weg sind. Das ist heuer und feier bei ihr, wo sie wahrscheinlich
von Amerika nicht so viel Ahnung hat wie andere Leute. Naja, sagen Sie, was da falsch ist. Also Sie sagten ja, dass die Leute, die uns kreisen würden, nicht ihr widersprechen würden. Es gibt ja schon Widerspruch hier und da, ob es jetzt von Horst Seehofer ist, ob es jetzt aus der... Seehofer weiß ja morgen schon immer, was er heute gesagt hat. Ja, aber... Ist ja nicht mehr Problem. Das Ding ist, Sie skizzieren ja ein Bild, so als gäbe es tatsächlich nur eine Person an der Spitze. Und alle würden nur das tun, was sie sagt. Das kennt man so aus Hollywood-Filmen, aber wir haben ja eine Demokratie, oder? Ich meine, Sie sind ja auch Politiker und Sie stimmen ja auch nicht überein, oder? Also es gibt ja wahrscheinlich auch andere Politiker. Aber es gibt ja die alte CDU nicht mehr, das ist ja das Problem. Politik mit Trump her. Sie sagen gerade, ja, nur eine Person. So klingt das. Ja, für mich ist es ja nur eine. Die ist ja vorne dran. Schauen Sie her, meine Tochter ist auf die Welt gekommen. Wir haben ja Gewaltenteilung, wir haben Ministerien. Also ja, die Gewaltenteilung ist für mich nur eine Chimäre. Das wird einfach so hineinposaunt. Ja, die Polizei ist da, die Richter sind da, die machen es. Aber wenn ich mir das anschaue, immer noch mal zur AfD zurück. Die AfD wird auf Anweisung, also zuerst mal wird ja hier derjenige, der die AfD verfolgen soll, erstmal gesucht und dann nimmt man die, die es vorher gemacht haben, aus dem Rennen und setzt die dorthin. Der eine hat ja jetzt auch Corona bekommen, wahrscheinlich ist er zu nah am Schoß bei irgendjemand gesessen. So, aber das sind Dinge, die für mich zeigen, dass die Politik nicht mehr stimmt. Nicht, weil ich jetzt in der Politik bin, nicht, weil ich in der AfD bin. Es gibt bei uns auch Fehler. Das wäre ja vermessen zu sagen, wir machen alles richtig. Aber wir versuchen, unsere Fehler zu korrigieren. Hier läuft es ja umgekehrt. Hier werden die Fehler der Politik mit dem Bürger verboten und der Lasse und so weiter korrigiert. Man geht nicht her und sagt, ja, wir haben uns getäuscht, wir sollten das machen, jenes machen. Haben Sie einmal von ihr gehört, wir müssen hier was ändern? Sie hat nur gesagt, wir müssen was ändern, aber ins Negative. Für uns, für die Bürger. Das ist für mich der Fehler an der ganzen Geschichte. Ich darf mal kurz fragen, Berufsbezeichnung war die nicht Agitation und Propaganda? Was bei mir Agitation und Propaganda? Nein, die Sekretärin der FDJ. Ja, die hat ja verschiedene Sachen gehabt. Sie wissen es ja auch, was ihr Werdegang war, als er wieder in den Westen kam, bei wem sie dann am Schoß gelandet ist, der sie dann als sein Mädchen für die Zukunft aufgebaut hat. Der Mann hieß Kohl. Aber ich frage mich immer, wie ist denn erstmal die ganze Familie, Kassner hießen ja die damals, wie sind die in den Osten gekommen, wie sind die dann vom Osten wieder rüber? Die anderen mussten hier um ihr Leben fürchten, wenn sie rüber wollten. Und die sind anscheinend hin und her. Wenn man die Geschichte nachverfolgt, wenn man das liest, was die alles für einen Werdegang haben, sind die anscheinend alle nur hin und her gereist. So, der normale Bürger konnte das anscheinend nicht. Ich weiß es nicht, aber ich habe es von hören gesagt. Sie sind ein bisschen erdrückt. Was stört Sie denn? Ich habe auch tatsächlich einen Punkt, Herr Wiese. Was ist denn? Ich möchte die Veranstaltung natürlich nicht sprengen, wenn wir schon über der Zeit sind. Es ist schon nach 7. Ich weiß nicht, wer nach Hause muss von Ihnen. Nein, wir haben hier eine Genehmigung. Genehmigung bis 7 Uhr. Die Polizei wartet, wir müssen dann die Veranstaltung dann auch als beendet erklären. Ja, wenn es soweit ist, dann. Ja. Dann ist es soweit. Sie können ja wieder mal kommen. Ich kann wieder mal kommen. Wie das eigentlich heißt, gebe ich mal für Sie persönlich. Für mich persönlich, okay. Ich hätte noch viel mehr Fragen gestellt. Ich hätte noch viel mehr gesprochen. Weil es gibt da tatsächlich auch den einen Punkt, zum Beispiel Corona kam ja, kurz davor war der Anschlag in Hanau. Waren Menschen gestorben. Es gab keine öffentliche Trauer. Es gab kurz eine Veranstaltung, der Anteilnahme, aber
Die Opferfamilien stehen da, das Thema wurde nicht behandelt. Also es gibt viele Punkte, die man in diesen Zeiten thematisieren kann. Mich beunruhigt vieles für dieses Land. Ja. Obwohl ich eigentlich nicht beunruhigt sein müsste. Sie sind in Brandenburg Abgeordneter, richtig? Ich bin in Brandenburg, ja. Okay. Ich wohne auch hier in Brandenburg. Wissen Sie, wie es steht gerade um Herrn Kalbitz? Also, wie es um Herrn Kalbitz steht, weiß ich nicht. Also er hat beim letzten Mal, wo ich ihn gesehen habe, hat er doch richtig flott ausgesehen. Ich denke mal, dass es ihm noch gut geht. Ich habe ja vorhin auch, wie wir begonnen haben, erklärt, dass ja hier ein Prozess gegen ihn, also den Herr Kleinwächter, gegen ihn angestrengt hat, oder Kalbitz eigentlich sich dagegen gewehrt hat, weil er angeblich in Athen die Hakenkreuzfahne aufgehängt hätte, hat also hier das Gericht in Cottbus bei Androhung einer Strafe, die sechsstellig sein kann, der ist übrigens auch in der AfD, so, und der hat das behauptet, darf das nicht mehr behaupten. Er hat einfach behauptet, Kalbitz hat hier in Athen eine Hakenkreuzfahne. Vielleicht können wir das Gespräch an einer anderen Stelle fortführen. Aber jetzt müssen wir die Veranstaltung beenden. Wir wollen ja korrekt sein und die Regeln einhalten. Also jetzt darf es beenden. Jetzt hätte ich nur noch gerne Ihren Namen gehört. Meine, oder wenn Sie eine Karte haben. Ich habe keine Karte, aber ich heiße Ali Can. Ja. Und Sozialaktivist. Und Leiter des Sozialaktivist. Und öfters mal auf Funk. Auf? Funk vom WDR. Funk YouTube. Vom WDR. Genau, genau. Ja. Das stimmt nicht, nicht Funk. Ich bin auf ganz YouTube, aber nicht Funk. Es stört mich auch nicht. Nee, alles gut. Wenn ich mit Ihnen rede, rede ich mit Ihnen als Mensch und ich hoffe, Sie ebenso. Was haben Sie denn noch? Ich habe eine gute Frage gestellt bezüglich der Migrationspolitik Deutschlands als Exportschlager. Das hat der Migrationspolitik als Exportschlager? Das hat er nicht so gesagt. Ja, stell doch nochmal die Frage nach. Nein, wir haben jetzt erzählt, wir machen das später. Wir machen das zu einem anderen Zeitpunkt. Wir können auch bei uns in Potsdam, wir können, hallo, Ruhe, noch spreche ich. Wir können es gerne auch im Landtag machen. Kommen Sie vorbei, melden Sie sich vor rechtzeitig. Im Landtag? Dann, nein, melden Sie sich bei mir, meine Mitarbeiterin besorgt Ihnen dann die Möglichkeit reinzukommen, weil wir müssen auch die Covid-19-Regeln einhalten, die sind sehr massiv. Alles klar. Aber wir haben oben auch Senderäume, da können wir uns dann hinsetzen, können wir auch länger, vielleicht ist der Kalbitz da, dann können Sie auch Herrn Kalbitz fragen. Wir haben auch noch andere Politiker da, können Sie auch fragen. Also wir verstecken uns nicht. Bleiben Sie gesund. Brauchen wir auch nicht. Bleiben Sie gesund. Ich danke Ihnen ebenfalls. Das war ein Zufall jetzt, dass wir uns getroffen haben. Das war ein Zufall, ja. Wir stehen nämlich mit den Autos hintereinander. Ihr steht vor mir. Okay. Franz, aber zum Schluss, warum sind wir da? Merkel muss weg! 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 So, Leute, der Ordnung halber, hiermit ist die Veranstaltung beendet. Wir treffen uns wahrscheinlich wieder nächsten Mittwoch. Ihr seht, ich habe das noch ein bisschen ausgehalten. Die halten noch ein bisschen. Aber ich muss morgen mal schauen, dass man hier so Stützgelenke einbaut. So Springgelenke oder sowas. Also, danke schön, dass ihr auch bei dem Sauwetter gekommen seid. Hier geht es ja noch einigermaßen bei mir draußen. Da geht ein Sturm, da biegen sich die 25 Meter Bäume, dass sie fast unten auf der Erde sind. Also, ein bisschen übertrieben. Also, kommt gut heim, passt auf, wer hinter euch läuft. So, somit die 184. Veranstaltung. Merkel muss weg, Mittwoch wieder direkt von dem Bundeskanzleramt. Diesmal Besuch vom WDR. Haben Sie vom WDR vielleicht noch eine kleine Karte griffbereit? Könnten Sie mir die? Wissen Sie was? Ich gebe Ihnen mal meine Karte. Ja, dann machen wir das. Und wir haben ja so mehr oder weniger das Gleiche gedreht. Ja. Aber es wäre vielleicht für den Schnitt ganz gut, wenn Sie mir auch mal schreiben. Das können Sie alles bei uns bei YouTube oder auf der Facebook-Seite. Wir ja teilweise also live. Bei YouTube sah es letzte Woche so ein bisschen schummrig aus, aber ja. Sie haben es ja jetzt ein bisschen sozusagen amtlicher gedreht. Ich gebe Ihnen mal, wenn ich noch eine habe. Ups. Haben Sie eine Taschenlampe oder sowas? Schwierig. Ah, warte mal, hier ist glaube ich noch eine. Ja. Also, und zwar
die untere E-Mail, ja? Okay. Wenn Sie mir da hinschicken können, sind Schreier-Mitarbeiter, kurz Erinnerung, Merkel-Demo und so weiter. Ja. Und dann sind wir in Kontakt und dann wäre ich Ihnen super dankbar, wenn wir vielleicht Material austauschen könnten. Wir gucken mal, was wir machen können. Wir senden ja immer teilweise live. Heute hatten wir teilweise Probleme bei Facebook oder bei YouTube. Können Sie ja nochmal. Okay. Ich danke Ihnen. Ja. Danke, auf Wiederschauen. Ja, soweit, wie gesagt, der WDR-Mitarbeiter und... ja, lassen wir uns mal überraschen. Aber wie gesagt, wir hatten Probleme bei Facebook. Wir sind zweimal rausgeflogen. Und dahingehend wird diese Aufnahme nochmal nachgereicht. Und soweit aus Berlin. Machen Sie es gut. Einen schönen Abend noch. Auf Wiederschauen. Und schön patriotisch bleiben. Und in dem Sinne, bis nächste Woche Mittwoch am 21. Oktober sind wir wieder da. Bis dann. Tschüss.